Herzlich willkommen hier zu Let's Play DayZ. Hier ist euer LT Rustikal. Heute ist der WRG Grim Reaper nicht dabei, aber dabei heute ist der Sati, der Micha, der The Special One Only Gamer Mourinho und was auch immer und Schoko. Herzlich willkommen. Hallöchen. Hi. Hi. Hast du jetzt ehrlich deine Stimme etwas tiefer gemacht? Natürlich, nein, Quatsch. Der Schwede. Okay, also wir sind immer noch am Airfield. Ich bin ja derjenige, der überlebt hat von diesem ganzen Kampf. Und natürlich, Aha. Die anderen waren ja nicht dabei. Und jetzt gehe ich und Marco runter und wollen uns eine Waffe holen. Denn ich habe mich dazu entschieden, die M4A1 zu nehmen, im Nahkampf zu gehen, weil ihr gesehen habt, ich kann überhaupt nicht snipern. Deswegen, ja. Ja, wäre ich dabei gewesen, ja, dann wären die anderen alle umgefallen. Ja, wollen wir losgehen, Marco? Ja. Auf geht's, hey! Warte mal, bleibt auf. Und der Mist bleibt hier oben, richtig? Ja, ihr deckt uns ab und der Fonsi. Ach ne, Fonsi ist ja mehr da. Scheiße. Wollen jetzt hier nochmal das Airfield? Ach da. Alter, du läufst voll auf das Airfield zu. Wo war denn nochmal das Airfield? Ja. Immer schön zickzack laufen, ja. Weil wenn die dich treffen wollen, dann treffen die einen eh. Wieso hast du eigentlich einen blauen Rucksack? Weil ich bis jetzt noch gar keinen grünen gefunden habe. Also da, wo wir Server-Hopping gemacht haben, würde ich sagen, waren 50.000 Rucksäcke. Hättest du mir das gesagt, hätte ich dir einen mitgebracht. Warum grünen Rucksack? Drecksack, ehrlich, ey. Okay. Ey, bleib da nicht an der Mauer kleben. Lauf, Marco. Ja. Wir sind auf dem Airfield, wir können abheben. Flügel ausklappen. Alles Roger. Alle anschnallen. Ich glaube, wenn ich so Flugzeugsimulator spielen würde, ich glaube, ich bin derjenige, der in die Gebäude reinfliegt. Ja. Ja, irgendwie schon. Ich hab euch noch nicht im Blick. Wie? Hä? Wir sind jetzt am ersten Gefängnis. Ehrlich? Jetzt habe ich euch im Blick. Super. Cool, sogar noch offen. Ne, zu. Cool. Rein und zumachen. Direkt hoch, guck direkt, wo meiner ist. Jo. Wichs, hast du dich da bewegt? Ja. Ich gehe unten rein. Ist nichts. Schon wieder im blauen Rucksack, leck mich am Arsch. Das nehme ich mit. Nicht wundern, ich teile jetzt was eben kurz. Ja. Aha. Dann schmeiße ich das wieder raus. Einer von euch schon ganz oben drin? Ja, mich müsste Marco sein. Ich bin auch drin. Ich komm unten. Alter, wir atmen so tief, Alter. Ich höre bestimmt keinen anderen, der da reinkommt dann. So, was ist das hier? So ein Stock? Ah ne, das ist so ein. Ey, ist das ein Partner-Spieler mit der Axt? Da trägt man eine Leiter rum. Trink was. Kettet. Ja, trink was. Er jammert mir nämlich hier Feuerwehr durstig. Ist gar nichts drin hier? Eigentlich nicht, ne, außer Klamotten. Oder unter dem Bett, Marco. Scheint aber nichts zu sein, ich drehe die Maus schon. Also ich gehe hier vom Fenster hin. Hier ist überhaupt nichts. Geh dann. Wo bist du denn hin? Neben dem Baum rechts neben dir. So. Kommst du, Marco? Ja. Ich öffne jetzt die Tür, wir gehen jetzt zum Tower. Da ist nix. Ach nee, kannst du gar nicht zumachen. Doch, irgendwie hat der Sati gesagt, das geht. So. Doch, du musst die Türe, die zu ist, musst du aufmachen und dann zumachen, dann geht beide zu. Okay. Ah. Bist du. Nichts, hast du nachgeladen? Nein. War. Immer vor hoch.
einer bei euch, oder was? Nein, ich habe mir gerade nur eingebildet, dass ich mir nachgeladen habe. Ja, ja. Eingebildet und hinterher werden wir hier vorne weggeschossen. Ich trinke auch was. Beetle oder für die Magnum, braucht denn jemand? Ich hab keine. Selber vielleicht? Ich hab keine Magnum, aber wahrscheinlich werde ich mir wieder eine nehmen. Nimm mal mit, bitte. Okay. Was haben wir denn da? Wir was trinken? Munition für die Musin, also ich nehme ja alles mit, was ich habe, so. Ich habe zwei Boxen hier, zwei Munitionsboxen. Okay. Ja, besser. So. Hier oben ist sonst nichts mehr. Oder warte, da draußen, ich müsste rausgehen. Ich gehe raus, aber gebückt. Warte. Braucht jemand von euch eine Wasserflasche? Nein. Okay. Lazarus, kannst du es mitnehmen? Was ich finde jetzt da, ne? Ich denke kurz was. Er trinkt jetzt aus der Wasserflasche. Ne, dann würde ich sie nicht mehr. Oh. Braucht jemand SKS-Munition? Wahrscheinlich nicht, ne? Weil ich hab genug SKS-Munition. Marco, möchtest du einen blauen Rucksack? Hier draußen ist ein blauer Rucksack. Oh. Ja, unbedingt. Gerne. Okay, ich komme jetzt runter. Das hier. Ach, Amphibia. Brauche ich nicht. Bist du es, der da am Laufen ist? Ich bin jetzt eine Tasche unten. Okay. Weil die von hinten können die ja nicht aufpassen. Also Munition habe ich jetzt echt genug, auf jeden Fall. Ist gut. Hallo. Ah ja? Ja, ich hab da gerade einen Spieler drauf. Ah, okay. Sag mal Hallo von uns allen. Herzlich willkommen bei Let's Play. Ach, scheiße. Wen hast du denn getroffen? Ach du Scheiße, das Ding wird immer voller. Ich weiß nicht, der hat nur Axt. Marco, lass es mal hinmachen, das Ding wird immer voller. Ja, wo bist denn du? Ja, unten. Ach da, toll, ich hab dich nicht gesehen wegen der Treppe. Ich sehe die ganze Zeit auf die Tür. Bist du da, wo ich hier links hab, ne? Ja, aber ich mach hier einen auf, nicht aufgebückt. Ja, mehr Schutz. Ich weiß nicht, ob ich in die Hangars reingucken will. Macht am meisten Sinn, oder? Da lag ja auch meine N4. Ja, ja, die du auch als übersehen hast. Hätte ich, ja. Renn da einfach dran vorbei. Geh rein in den Hangar, richtig tief rein in den Hangar, da machen wir den Zombie tot. Ich übernehme. Jo. Tot. Okay. So, was liegt denn hier alles so tolles? Hier ist so eine M4 Kamen Optik Ding. Soll ich mitnehmen? Ja, ne? Hey. Nee, hab ich. Ja, ja, ich für meine M4. Achso, ja, ja, sicher. Ich hab doch keine Ahnung, was für die M4 gut ist. Das ist eigentlich alles. So, wieder zickzack rausrennen. Marcel, du hast den M4 übersehen. Ehrlich? Links hier, vor mir. Hä? Jo! Perfekt. Yes. Ja. Yes. Warte. Hier. Gib mich hier direkt ein Magazin. Hier, bitte sehr. Kannst du direkt nachladen. Nimm die Mäuschen aber noch mit, wenn's geht, bitte. Ja, ja, ich hab die mit. So, sehr schön. Warte, 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 warte. Jetzt muss ich gucken, was ich alles auf die M4 drauf tun kann. Das ist Pristine und das ist Damage. Das können wir schon mal tauschen. So, dann schmeiße ich das raus.
So, dann habe ich hier, das ist Worms und das ist... Warte mal. Kann ich rausschmeißen. So. Das Visier wahrscheinlich ist besser, ne? Dieses M68. Kombi ja. M2. Okay. Habe ich auch. Perfekt. Das also du darfst nicht die Spine, die gleichzeitig als Griff die Frau darfst du nicht benutzen. Wenn du ein besseres hast. Meiner Meinung nach. Okay. So, ich habe alles soweit. Ja, okay. Und die Musin hast du mitgenommen? Ja, die Musin habe ich auf dem Rücken. Magazin hast du schon reingemacht in BMW. Ja. Wollen wir noch im ersten reingehen? Schnell? Ja, können wir machen. Komm. Das sagt der tatsächlich, ich habe das übersehen, weißt du? Tja, jetzt weiß ich, wie der sich Marco sich gefühlt hat beim ersten Mal. Ja, ich habe das Ding auch nicht gesehen, muss ich ehrlich sein. Aber wenn ihr was bewegen seht, sagt uns direkt Bescheid. Pistol Suppressor. Braucht ihr jemand? Ja, nehmt den bitte mit. Nehmt den Pistol Suppressor mit. Ich brauche einen. Kompensator. Falldämpfer, ne? Kompressor, ja, ja. Ja, bitte mitnehmen. Hast du jetzt schon ein M4, Marcel? Ein M4 habe ich, ja. Ja, dann komm mit zu mir, wenn gerade gefunden. Ja, die Musik kannst du haben mit Long Range. Und mit PU Scope, beide kannst du haben. So, sind wir wieder zurück? Ah ne, das Gefängnis ist ja noch. Ja, das Gefängnis noch eben schnell. Ja, dann kommen wir jetzt zum Erfüll. Oh. Zombie, ich mach das eben weg. Jo, ich geh schon mal rein und guck, ob da einer drin ist. Ich brauch dann nicht mehr irgendeine Handfeuerwaffe und bist in der Magnum, weil da hab ich Munition ein bisschen rein. Hat er die M4 jetzt weggeschmissen? Und ein Hunting-Backpack, oder hat er noch? Ja, wenn du was gewechselt hast, hau dir die M4 weg. Scheiße. Fuck. Oh. Hab ich vergessen, Marco. Aber ich hab sie wieder gefunden. Okay. Marco, bist du ganz oben drin? Ja. Marco braucht keiner, ne? Doch, warte. Doch, nimm was mit, bitte. Ich brauch die Magnum, weil die CR schmeiß ich weg. Na, irgendeine Waffe, bitte, brauch ich. Ja, die CR kriegt der Dings dann. Ich will die Magnum nicht. Ich will die CR nicht. Ja, dann gib die dem Sati dann. Ja, die kriegt der Sati dann von mir, kein Thema. Die wechsel die hat dann auf der Magnum um. Wenn ihr eine findet. Ich leg sie dir unten vor die Treppe. Ja, warte, ich muss eben kurz das eine Magazin aufnehmen hier. Ja. Liegt auf der ersten Treppe. Ich hab die Tür nicht zu. Marco, machst du mal kurz die Tür zu? Ich hab die Tür zu nicht zugemacht. Ja, ich komm runter, ich mach das kurz. So. Und dann komm ich. Ja, ich kann. Doch. Ich muss das bis F alles aufnehmen, das funktioniert gerade alles nicht. Warte, ich schmeiß dir jetzt was raus, warte mal eben kurz. So. So, warte, diese Waffe schmeiß ich dir raus. Die ist mit Dings drauf, mit Schallschutz. Was, siehst du die? Ja. So, dann gehe ich jetzt zu der Magnum. Ist die schon geladen, ja, ne? Ja, mit Speedloader. Gut, dann kommt die hier rein. So. Okay, passt. Hast du alles? Hier liegt die Waffe. Ja. Warum liegt noch die Ach ne, passt. Ja. Handschuhe hast du, Sati? Ja. Gut. Braucht eventuell eine Wasserflasche, Kentin oder sowas. Ich bin schon wieder halbwegs bis auf die Waffen ausgestattet. Gut. Okay. Ah, scheiße, das Ding ist badly damaged. Was? Das Visier. Aber das geht einigermaßen. Welches? Meins. Also mein für M41. Achso. Rotpunkt? Ja. Rotpunkt ist scheiße, Sasse. Nee, es gibt nur ein besseres. Ist nicht scheiße. Aber vielleicht kann der Marco sein eigenes Rotpunkt geben, weil der hat ja noch eins im Inventar, glaube ich.
Ja, wenn er es mir geben würde, dann kann ich das eine hier rausschmeißen. Oder dann Marco hier reins nehmen. Das was denn? Was meinst du? Das Rotpunkt. Hast du noch einen Rotpunkt im Inventar? Ich glaube ja, falls ihr das schon weggetan habt. Ja, lass uns das oben machen, lass uns das oben machen. Nee, hab ich ja, kommt getan. Her. Aber hast du noch dieses Ding-Visier? Ich hab dieses B-Rees oder wie das heißt, Visier. Was ich dir gegeben hab damals. Marco, du hast jetzt die Waffe hier liegen lassen, ne? Welche Waffe? Nein, ich hab die mit. Die liegt hier. Nee, oben lag ein Magnum, die habe ich hier runtergebracht. Nein, ich rede für die CR, für Sati. Die Lichter, das ist die für Sati, die da liegt. Ach jo. Vor allem vergesst mir bitte nicht, den Schalldämpfer mitzubringen. Ja, den hat der Marco ja auch. Was hast denn du jetzt oben auf der Musin, Marcel? Auf der Musin, du kriegst von mir beide Scopes, den PU und den Long Range. Das ist Bayonett auch. Hä? Brauchst du doch nicht. Ja. Bayonett ist nur unnötig. Ja, ich will ja nur wissen, wie sie ausgestattet ist. Die ist gut ausgestattet, keine Angst. Was haben wir denn da? Ifi Start Kit. Schoko, wo seid ihr? Mauer. Ich muss mal kurz was wegtrinken. Wofür braucht man okay, Start Kit? Komm jetzt, gell? Wofür ist dieses Start Kit? IV Starter Kit? Ja. Ich bin jetzt bei der Mauer, gell? Wo? Oh. Okay. Läufst du da grad? Ja. Du das? Ja, das bin ich. SKS? Ja. Gut, ich lieg hier im Busch. In der Tanne. Hab die Waffe jetzt. Ich stimme mal da kurz auf die Tanne, muss er mich. Okay. Kurz weg. Moment mal eben. Ja. Ihr solltet euch da unten mal beeilen. Ja, ich mach das schon hin, ich muss grad. So, dann lass uns abhauen hier, Marco. Jo. Ich öffne. Komm, lauf. Abflug. Oh, jetzt läuft er. Meiner kann leider nur nicht schneller laufen. Jetzt habe ich halt zwei Waffen, ne? Drei Waffen. Wieder da. Ja, du kannst mit deiner Hand nicht so schnell laufen. Na, hat sich ja gelohnt. Auf jeden Fall. Wollen wir mal überlegen, was wir heute Morgen angestellt haben, um eine zu finden? Ich glaube ja gar nicht. Da war da lange nur Taschenlampen, Kinderrucksack, Batterien. Ja, ja. Das war ja ein Witz. Ja, wunderbar. Der Fonz ist schon wieder da? Glaub nicht, ne. Hat denn seine Frau alles eingekauft? So viele Tüten wahrscheinlich. Ist in der Server, auch es geht. Ist dann wieder Lehrer geworden. Fünf andere nur. Hast du die Schoko, was da rumläuft? Ja, ich bin mal kurz aufgestanden, Digga. Jetzt kann ich, glaube ich, auch wieder die Backe wegpacken. Waffe wegpacken. Wir sind da im Busch bei uns. Bin ich. Ja. Das wunderbar. War auf jeden Fall lohnenswert. Oh, wir kommen hoch. Kommt einer! Oh, ich hab keine Waffe, wenn ich schieße. Hast du den Schalldämpfer dabei? Ja. Kommt noch einer!
Perfekt, würde ich sagen. Perfekt. Herr Schoko, wie magst du das? Musst du ihn, ist zwei Beine immer wieder ausklappen oder bleibt das bei dir so? Bleibt bei mir so. Bei mir nicht, ich muss es immer wieder aufklappen. So, ich müsste jetzt theoretisch meine M4 hinlegen erstmal, ne? Jo. So, warte, das mache ich jetzt hier vorne, hier. Irgendwo ein bisschen in der Licht, im Licht, genau, so. Oh, okay, die hier vor mir liegt die Pistole. Dann schmeiß ich da mein SKS weg. So. Ach, die hat auch schon den Suppressor drauf. Die Musik kommt jetzt genau hier hin. So, die liegt jetzt vor dir. Hast du Munition ab für die Musik? Moment. So, was hast du jetzt? Das PU Scope, ne? So, dann kriegst du noch einen Long Range Scope. Ja. Und. So, ja, das PU solltest du schon mitnehmen für Stadtgänger. Ja. So, dann kriegst du. Warte. Muss ich erstmal bei mir einpacken hier, warte. Die brauche ich ja nicht mehr dann. Und die brauche ich nicht mehr. Und die brauche ich auch nicht mehr. Marcel, ich habe auch was für dich. Ja, warte, erstmal hier. Einmal, zweimal. Hä? Ach, scheiße. Warte, Moment. So. Jetzt kriegst du erstmal Munition. So. Einmal, zweimal, dreimal. MP. Das ist meine Munition. Da rein. Ja, rein damit, du Scheißteil. So, das kommt da rein. Ich lade gerade was nach. So. Dann nehme ich das Magazin raus. Wie kann ich das noch rausnehmen? So. So. Jo, danke. Danke. So, das kommt nach da oben. So, jetzt muss ich gleich mal kurz ein bisschen Platz schaffen. So, das machen wir MP. Marco, wenn du das Magazin wieder haben möchtest, hier das 30er, das lege ich hier hin, das habe ich geleert. Okay. Weil ich habe hier Munition, weißt du, und dann packe ich die mal rein in den 60er. Ach ja, stimmt. Ich habe hier also lauter 30er. Eventuell ist auch blöd. Genau so sieht's aus. Ah, okay, ja. So, jetzt habe ich die geladen. Und dann hast du nämlich. Ich würde einen 260er behalten oder so, damit du schnell nachladen kannst, sozusagen, und den Rest weg klein machen. Macht, glaube ich, mehr Sinn, oder Schoko? Wo, bei was? Ja klar, Magazin nimmt ja zwei Slots weg und die einzelne Munition nur eine. So, ich schmeiß jetzt hier auch ein bisschen SKS-Munition raus, weil die brauche ich gerade nicht. Alter, wie viele Magazine? Wobei, ich nehme die mit, ich habe jetzt zwei Kisten. Da soll ich jetzt nicht rumweinen. Marcel, leg da was hin. Ja, warte, ich lade jetzt gerade. Ah ne, ist ja schon geladen. Ja. Soll das eine Anspielung sein mit den Jakanten? Oh, hast du wieder weggenommen, ne? Gut. Nee, behalt die Stöcker. Ich hab noch drei Morphinspritzen, ne? Super, passt. So, das leere Dose. Jetzt mal was? Ja, mach das. So, jetzt habe ich wieder richtig Platz, ey. Aber ich muss die M4 nach dahin packen. Das packe ich dahin. Und dann habe ich alles. Perfekt. Super. Ja, Leute, das war's schon wieder von der Sendung von Let's Play DayZ mit euren LT Rustica Alzati, Schoko, Fonsi, Micha und Marco. Ich bedanke mich bei den Gästen, die hier waren. Jetzt stellt sich nur die Frage, finden wir Gegner oder finden wir keine Gegner? Wer überlebt von uns, wer überlebt von uns nicht? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Danke nochmal an die Jungs, die dabei waren. Okay. Ah, ja. Schön, dass ihr mit mir redet. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Tschüss.